Die französische Folklore beschreibt den Baobao als eine legendäre monströse Gestalt mit großen Zähnen, scharfen Klauen und einem langen Schwanz. Er lebt in den Wäldern oder Bergen und macht Jagd auf Kinder, die sich auf sein Land verirren. Der Baobao ist die französische Version des Butzemanns aus anderen Kulturen der Welt. In den Vereinigten Staaten gibt es den Boogeyman, in Russland die Baba Yaga und in Österreich den Krampus. All diese Kreaturen sollen Kinder disziplinieren und sie lehren, gut zu sein. Jahrhunderte zurück, in einem 1632 veröffentlichten Buch des Schriftstellers Isaac Lapierre, in dem die Geschichte eines von den Baobao entführten Kindes erzählt wird. Das Kind wurde ein paar Tage später schwer verletzt aufgefunden. Der Baobao ist eine mächtige Kreatur, die unartige Kinder bestraft. Einige Geschichten besagen, dass der Baobao unartige Kinder entführt und in seine Höhle bringt, um sie zu fressen oder für immer einzusperren. Andere Geschichten besagen, dass der Baobao sie bestraft, indem er ihnen Albträume bereitet oder sie krank macht. Eltern erzählen ihren Kindern oft, dass sie von den Baobao bestraft werden, wenn sie ihre Suppe nicht essen, nicht rechtzeitig schlafen gehen oder sich nicht gut benehmen. In der südfranzösischen Stadt Rivesaltes ist der Baobao die Hauptfigur eines traditionellen Karnevals, der jeden Sommer stattfindet. Die Baobao-Legende verbindet Folklore, Aberglaube und Tradition.